Moin Moin aus der Meine-Werkstatt. Heute zeigen wir euch einen Getriebeölwechsel an einem Audi A4, einem sogenannten CVT-Getriebe. Der interne Code ist 0AW bei Audi. Da wurde schon eine ganze Menge im Netz darüber berichtet, aber noch nicht alles. Und genau darüber, über die ganzen kleinen Details, werden wir heute ein bisschen reden. Und ich kann mich noch daran erinnern, weil ich bin da noch ein bisschen von der älteren Generation. Kennst du noch die Audi-Werbung mit dem Elvis? Ja, sicher, die kenne ich noch. Richtig witzig. Der auf dem Armaturenbrett stand und dann bei jedem Schaltvorgang gewackelt hat? Ja, ganz genau, den meine ich. Das ja. So ein Ding wollte man immer haben. Da gab es auch noch eine andere, wo die zwei Kinder sich da gegenseitig, mein Vater sein Fahrzeug macht beim Schalten, Map. Ja, genau. Und der andere saß dann immer und sagt, mein Auto oder das Auto von meinem Vater macht, und dann hört er nicht wieder auf. Ne? Ja, richtig, genau. Ja. Da war ich aber noch ziemlich klein zu der Zeit, wo das im Fernsehen lief. Ich auch. Und heute, ja, wie gesagt, du hast ja schon erzählt, geht um CVT-Getriebe, also Continuous Variable Transmission übersetzt. Und das ist ein bisschen anders wie eine herkömmliche Wandlerautomatik oder ein Doppelkupplungsgetriebe, weil, wie der Name schon sagt, haben wir ja ein stufenloses Getriebe. Und ihr müsst euch vorstellen, da sind zwei Koni drin und die sind über eine Kette miteinander verbunden. Und je nachdem, wie die Koni gegeneinander angestellt werden, verändert sich der Umlauf von der Kette und dadurch wird halt das Übersetzungsverhältnis hergestellt. Das ist eine sehr feine Sache, weil gerade bei Verbrennungsmotoren, wissen wir ja selber, haben wir einen gewissen Drehzahlbereich, wo wir den besten Wirkungsgrad haben. Und da möchten wir uns natürlich drin befinden beim Fahren. Und das kann man mit so einem Getriebe sehr gut umsetzen. Gab natürlich auch einige Problematiken, ne? Ja, gab Problematiken. Also Audi hat das ganze Getriebe abgesetzt nachher, wurde ersetzt durch das S-Tronic-Getriebe. Genau, ne? Gang Doppelkupplungs. Genau, das heißt, das wird gar nicht mehr in Serie produziert. Ja, von daher. Was machst du da jetzt? Also man muss dazu sagen, es gibt einen Nebenstromfilter und es gibt einen Hauptstromfilter. Den Hauptstromfilter, wie bei so einigen Getrieben, auch beim DSG-Getriebe, also bei dem klassischen VW-Getriebe, der liegt drinne, da kommt man gar nicht ran. Ne? Nee, dafür muss das komplette Getriebe ausgebaut werden. Muss also, zerlegt werden, genau. Da reden wir schon fast von einer Instandsetzerarbeit. Also jetzt rein für den Ölservice, den wir heute durchführen, tauschen wir den Leitungsfilter, was auch voll ausreicht, gerade bei der Servicearbeit. Hier ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wir wechseln das Öl, weil, Michael, du weißt selber, die Ölqualität, die hat halt einen sehr großen Einfluss auf die Lebensdauer vom Getriebe, um den Verschleiß da auch rauszukriegen. Definitiv. Und, verbrauchen sich, haben wir oft genug drüber gesprochen und deshalb ist das Intervall auch relativ kurz, ne? Ja, also alle 60.000 Kilometer sollte man das Öl schon wechseln. Ihr werdet heute sehen, ist sehr gut zu machen. Findet ihr auf unserer Intervallliste, genau. Auf unserer Homepage. Okay, und du hast hier ein bisschen was freigeräumt, um an den Filter zu kommen. Genau, richtig. Ich habe die Verkabelung hier oben mal kurz weggemacht, damit wir im späteren Verlauf schön von hier oben an den Filter drankommen und den nach oben hin rausziehen können. Ja, gucken wir uns das Kit mal an. Genau, machen wir heute mal so ein klassisches Unboxing. Cool gesagt. Und ja, wie in allen von unseren Kits habt ihr halt sämtliches Anbaumaterial und Öl natürlich. Genau. Mit drin. Das richtige Öl für ein CVT-Getriebe, den Leitungsfilter, hier, da kannst du noch was zu sagen, denke ich, und das Anbaumaterial, drei Befestigungsschrauben. Genau, das sind die nachher, womit der Filter befestigt wird, weil ihr seht, die sind zum einen selbstsichernd und wir haben einmal die Schraube von den Leitungen, die auf den Filter draufgehen und die zwei O-Ringe. Für die Leitungen, weil die müssen auch unbedingt ersetzt werden, um das Ganze auch professionell durchführen zu können. Wenn ihr euch den Filter hier mal anschaut, der wird einmal hier unten über die Dichtlippe abgedichtet und noch zwei extra Rohrringe, die unten sitzen im Getriebe drin. Die sind aber schon auf dem Filter drauf, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Genau. Das funktioniert alles. Also da ganz speziell, wo du das hier gerade ansprichst, immer mal auf die Qualität der Teile achten. Das ist schon wichtig. Wir haben hier mal so ein Nachbauteil mitgebracht. Bei uns unterliegen alle Teile natürlich einer gewissen Prüfkontrolle. Und hier können wir schon sehen, ich kann mal zoomen das mal ran, dass du hier, das ist die Dichtung, die hält definitiv nicht. Also die ist ausgespart, damit sie direkt unter der Bohrung einführt. Nur wir müssen halt unter die Bohrung und nicht um die Bohrung rum. Und deswegen ist die Qualität, die wir hier liefern, die ist halt ausschlaggebend am Ende des Tages. Ganz genau. Also einfach nur ein Indiz dafür, dass wir hier uns am Filter auch wirklich alles angucken und eben halt auch entsprechend verbessern, wenn es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Aber immer mal drauf achten. Okay, dann legen wir mal los, oder? Ja, würde ich sagen, fangen wir an. Ja, wir haben das Fahrzeug jetzt hochgehoben, haben die Geräuschkapseln entfernt und dann könnt ihr hier schon wunderbar auf die
Ablassschraube gucken, die wir gleich entfernen werden. Hier als kleiner Tipp, wir haben jetzt hier ein Modell mit einer Ablassschraube. Gerade bei den älteren Generationen kommen zwei zum Einsatz. Eine Ablassschraube und eine Kontrollschraube. Die sind häufig extrem fest. Da kontrolliert bitte vorher einmal, ob ihr die Ablass- oder beziehungsweise die Einfüllschraube öffnen könnt. Und ansonsten, ja, machen wir jetzt mal die Schraube auf. Oha, der hat sich sehr gut lösen lassen. So, jetzt warten wir kurz. Ihr werdet gleich feststellen, dass doch gar nicht so viel Öl da rauskommt. Und das liegt einfach daran, dass wir genau wie bei vielen anderen Getrieben ein sogenanntes Ölfüllstandsröhrchen eingebaut haben, was wir erst entfernen müssen, damit wir auch natürlich die großmöglichste Ölmenge ablassen können. Ja. Okay. Wir haben das Ölfüllstandsröhrchen jetzt entfernt. Hier seht ihr das. Das ersetzen wir natürlich später. Und das ist ganz einfach. Ihr holt euch einfach einen Haken. Guckt, dass er, also es gibt natürlich ein Spezialwerkzeug, ihr könnt aber auch gucken, dass ihr euch einen kleinen Draht biegt, tut den Feuer entgraten und dann bekommt ihr das wunderbar raus. Das Öl ist jetzt komplett abgelaufen, dementsprechend können wir das Ölstandsröhrchen wieder einsetzen, schmieren dafür ein wenig den Dichtring ein und hier kleinen Tipp von mir, holt euch hier eine kleine Verlängerung, die passt nämlich genau unten auf das Ölstandsröhrchen und dann könnt ihr das ganz gemütlich wieder hier oben reindrücken. Zack, fertig. Ja, hier unten sind wir dann erstmal fertig. Dementsprechend werde ich die Ölablassöffnung jetzt erstmal nochmal verschließen. Um die Leitungen, welche aus dem Filter zum Ölkühler gehen, vernünftig entfernen zu können, empfehle ich euch, tut hier unten die Leitung demontieren, damit ihr die oben vernünftig entfernt bekommt. Hier da unten seht ihr den Leitungsfilter und ja, da gehen halt die Ölleitungen drauf. Die müssen wir entfernen. Dann die drei äußeren Schrauben, das sind Torx. Die müssen auch alle entfernt werden und dann kann der Filter nach oben hin rausgezogen werden. Und das machen wir jetzt. So, ich habe die Leitungen und den Filter jetzt gelöst. Dementsprechend, die Schrauben davon gehen eigentlich meistens sehr gut auf. Ist ein bisschen Fummelei, aber jetzt holen wir den Filter nach oben hin raus. Holt euch da am besten noch einen Lappen mit dabei, weil kommt halt schon ein wenig Öl raus. Und da haben wir ihn. Wenn wir den alten Filter ausgebaut haben, können wir den neuen natürlich wieder einbauen. Da nur nicht vergessen, gerade die O-Ringe hier unten noch mal ein bisschen einzuschmieren. Und auch die Dichtfläche, wo wir am Anfang schon mal drüber geredet haben, die mal leicht mit Öl anfetten, damit die auch nachher richtig abschließt. So, wir haben jetzt die Schrauben vom Filter angesetzt und angezogen. Da noch mal den Hinweis, die Schrauben bekommen 5 Newtonmeter plus 90 Grad. Hier ein Tipp von mir, wir haben da unten nicht sehr viel Platz. Holt euch den kleinen Drehmoment, macht die 5 Newtonmeter, markiert euch danach die Schraube und geht dann mit der kleinen Ratsche dahin, weil dann habt ihr viel mehr Platz und könnt die 90 Grad in einem Zug durchziehen. Natürlich auch nicht vergessen, die O-Ringe von den Leitungen, die zum Ölkühler führen, zu wechseln. Da kommt ihr am besten von unten dran. Ich habe das Fahrzeug jetzt nochmal hochgehoben. Hier ist der erste. Jetzt machen wir noch den zweiten ab, ersetzen diese, damit das auch nachher natürlich alles wieder richtig dicht ist. Nachdem wir den Filter oben wieder fertig eingebaut haben, da noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr die Ölleitung in den Filter reinsetzt, stellt sicher, dass ihr die erst richtig andrückt, dass die O-Ringe im Filter einrasten, bevor ihr die Schraube aufsetzt. Die Schraube des Ganzen bekommt 20 Newtonmeter und nachdem ihr das oben festgezogen habt, natürlich auch hier unten die Leitung wieder an den Haltern befestigen, damit das Ganze wieder seine Stabilität bekommt. So, jetzt kommen wir zum Öl einfüllen und laut Herstellervorgaben sind ca. 5,5 bis 7 Liter vorgegeben. Da das Ganze natürlich später über unser Ölfüllstandsröhrchen eingestellt wird, fangen wir jetzt mit 6 Litern an, welche wir in das Getriebe einlassen. Ich befülle unsere Befüllkanne jetzt vor und wie eben schon gesagt, wird das Getriebe von unten befüllt und dafür haben wir jetzt auch hier einen Adapter dabei. Dafür müssen wir natürlich nochmal die Getriebe-Einfüllöffnung aufmachen.
holen wir unseren Adapter, der auch bei unserem Kit, was ihr jetzt mit unserer Befüllkanne in Kombination erwerben könnt, mit drin ist. Schraube das Ganze auf. Schließe die Befüllkanne an. Und pumpe dann die 6 Liter ins Getriebe rein. Na, wie weit bist du? Ja, wir haben jetzt den Filter und das Öl gewechselt. Dementsprechend fangen wir jetzt mit dem Startvorgang an. Weil wir müssen ja auch die Öltemperatur einstellen. Und weißt du ja selber noch, beim ersten Startvorgang ist es ganz essentiell, dass die Motordrehzahl auf 2500 Umdrehungen direkt nach dem Startvorgang angehoben wird, um die Ölpumpe zu entlüften. Genau, also das ist ganz wichtig sogar. Ruhig ein bisschen halten die 2500 Umdrehungen, weil sonst saugt die Luft, das heißt, die läuft trocken und das kann teuer werden, dann haben wir ein richtiges Problem. Aber kann zu Beschädigen führen, genau. Und deswegen machen wir das. Deswegen sorgen wir dafür jetzt. Jetzt schalten wir natürlich wieder alle Gänge jeweils 2 Sekunden durch. Das kann man so circa 3-mal machen, damit auch die ganzen Magnetventile angesteuert werden. Das wird entlüftet. Und jetzt zum zweiten Punkt. Wir müssen natürlich, um den korrekten Ölstand einzustellen, ist eine Getriebeöltemperatur vorgegeben, da wie bei allen anderen Flüssigkeiten dehnt sich auch Öl unter gewissen Temperaturen aus. Hier bei diesem Fahrzeug ist vom Hersteller jetzt zwischen 35 und 45 Grad vorgegeben. Und dafür haben wir unseren Tester dabei und damit werde ich jetzt die Getriebeöltemperatur auslesen. Unsere Getriebeöltemperatur liegt jetzt bei 35 Grad, also ist sie im Sollbereich. Dementsprechend entfernen wir jetzt unser Befüllgerät und im besten Fall sollte noch was rauslaufen. Hier ganz wichtig, natürlich wird der Ölstand bei laufendem Motor kontrolliert. Wenn ihr nämlich jetzt das Fahrzeug ausmacht, läuft das ganze Öl, was momentan in Zirkulierung ist, wieder nach unten in die Wanne und es kommt mehr Öl aus, wie eigentlich rauslaufen sollte. Deswegen ganz wichtig, Motor laufen lassen. Ja. Das war mir ein bisschen zu wenig, da machen wir jetzt auf jeden Fall noch was rein. Wir haben jetzt noch 1 Liter nachgefüllt. Unsere Getriebeöltemperatur ist immer noch im Sollbereich. Und jetzt kontrollieren wir nochmal. Oh ja, sehr schön. Jetzt lassen wir das Öl so lange ablaufen, bis der Ölstand vom Ölkontrollstandsrohr, was da drin ist, korrekt eingestellt wird. Das heißt, bis das Ganze mehr oder weniger blubbert. Nachdem das Öl rausgelaufen ist, kann das Getriebe wieder verschlossen werden. Die Ablassschraube bekommt 30 Newtonmeter. Probefahrt erledigt. Ja, alles wunderbar geklappt. Ich muss auch sagen, das Getriebe schaltet butterweich. Wobei wir auch dazu sagen müssen, Micha, es war auch bei diesem Getriebe vorher keine Problematik da. Der Service war fällig. Dementsprechend haben wir den jetzt heute durchgeführt. Falls es zu Problematiken kommen kann, kann ein Ölwechsel in manchen Fällen natürlich Wunder wirken. Wenn aber der Verschleiß schon extrem vorangeschritten ist, kommt man wahrscheinlich auch mit dem Ölwechsel nicht mehr weiter. Genau, bei dem Getriebe ist das schwierig. Also man kann so ein kleines Zucken vielleicht nochmal wieder beheben. Aber anyway, wir wollen ja hier einfach präventiv einen Service durchführen. Genau, der war fällig. Der war fällig, den haben wir gemacht. Wir haben euch gezeigt, wie es geht und hoffen, euch dabei ein bisschen geholfen zu haben. Wenn irgendwelche Fragen stehen, immer gerne stellen. Auf unserer Homepage habt ihr auch die Möglichkeit, das zu tun. Ja, bis zum nächsten Mal, oder?